Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, wie schon letztens von mir angekündigt, möchte ich Ihnen heute ein höllisches Vergleichsvideo präsentieren. Wieso höllisch? Ja, ich möchte hier drei Rassen miteinander vergleichen, die oft miteinander verglichen werden. Hier wird vielfach gesimpelt, diskutiert, gestritten, doch man wird sich hier auch oftmals einig. Und zwar ist die Rede vom schwarzen russischen Terrier, vom Riesenschnauzer und vom Bouvier de Flandre. Das sind drei Hunderassen, wie ich schon letztens gesagt habe, die fahren die absolut selbe Schiene. Die sitzen im selben Zug, spielen dasselbe Spiel in derselben Liga. Also, wenn wir die Kirche im Dorf lassen, dann müssen wir uns einig sein, dass sich diese drei Hunderassen wirklich sehr ähneln und die Hauptunterschiede optisch gesehen, ja, in der Länge des Körpers und in der Höhe der Hunde zu finden ist. Der Russe ist der größte, der längste, der Riesenschnauzer ähnelt ihm im Körperaufbau, also in der eher rechteckigen Form, während der Bouvier eher ein quadratisch aussehender Hund ist, da er etwas kürzeren Rücken hat. Doch auch charaktertechnisch ähneln die sich extrem, ja, und die Unterschiede sind wirklich so marginal, dass sie fast nicht tragend sind. Also, selbstverständlich gibt es aber Unterschiede bei diesen Hunden und ich habe versucht, hier Details, und seien sie noch so klein, herauszukitzeln. Die möchte ich Ihnen hier gern mal präsentieren, obwohl ich weiß, dass ich mich mit diesem Video auf dünnem Eis bewege bei Fans dieser Hunderassen. Doch haben Sie etwas Nachsicht mit mir. Ich versuche so neutral wie möglich zu sein, aber wir müssen auch ehrlich sein. Also die Unterschiede, die ich hier aufzähle, sind für mich klar erkennbar, auch wenn sie nur gering sind. Ja? Ich gebe mal Gas mit der Größe und hier ist es klar, dass der Russe hier das Feld anführt, denn der erreicht Schulterhöhen bis zu 76 cm, ist somit schon ein nicht nur großer, sondern manchmal auch sehr großer Hund, während der Riesenschnauzer und der Belgier, der Bouvier, sich zwischen 68 und 72 cm Schulterhöhe einpendeln. Das gilt selbstverständlich für das Höchstmaß. Also die Rüden, die Hündinnen sind immer etwas kleiner, aber ich gehe hier immer von der Maximalgröße aus. Also der Schnauzer und der Bouvier halten sich hier in etwa die Stange. Aktivitätslevel. Hier würde ich behaupten, dass der Riesenschnauzer und der Bouvier dem schwarzen russischen Terrier ein klein wenig davonziehen. Nein, der schwarze russische Terrier ist alles andere als ein phlegmatischer Hund. Auch der weist eine gesunde Triebigkeit auf, aber schon alleine aufgrund seiner Mehrsubstanz, ja, lässt er etwas nach beim Thema Aktivitätslevel, Bewegungsfreudigkeit im Vergleich zum Riesenschnauzer und dem Bouvier de Flandre. Gehen wir zur Leistungsfähigkeit und hier würde ich alle drei Hunde als ebenbürtig bezeichnen. Während der Schnauzer und der Bouvier vielleicht etwas explosiver und beweglicher sind als der Russe, ist der Russe dafür etwas stärker. Ausdauernd sind sie alle, leistungsfähig sind sie alle. Das sind sehr leistungsfähige Hunde und ich würde sagen, im Gesamten gesehen sind sie sich hier absolut ebenbürtig. Beim Thema Wachhund möchte ich den schwarzen russischen Terrier als den besten der dreien bezeichnen. Wieso? Schauen Sie, sehen Sie sich die Skala an und alles, was sich da über 5 bewegt, ist ein Spitzenwachhund. Ja? Doch der schwarze russische Terrier wurde als einziger dieser drei Hunderassen speziell für die Aufgabe des Bewachens gezüchtet. Während man den ausgeprägten Wachtrieb, die Wachhundeeigenschaften beim Bouvier und beim Riesenschnauzer begrüßt und auch erwartet, ja, sind sie aber ein absolutes Muss schon als Zuchtziel gewesen beim schwarzen russischen Terrier. Deswegen würde ich behaupten, ist rein beim Thema Wachhundeeigenschaften der schwarze russische Terrier hier gegenüber dem Deutschen und dem Belgier ein klein wenig im Vorteil. Selbstverständlich ist das alles eine individuelle Geschichte, wissen wir, aber wir gehen hier vom optimalen Rassestandard aller drei Hunderassen aus. Und da ist das nun mal so. Bei den Schutzhundeeigenschaften sieht das ein klein wenig anders aus. Hier verschiebt sich diese Skala ein wenig. Und ich weiß, dass
das auch ein Zuchtziel des schwarzen russischen Terriers war, doch passen Sie auf. Der perfekte Schutzhund ist für mich nicht nur derjenige, der stets bereit und willens ist, sie zu verteidigen und die körperliche Eignung mitnimmt, sondern auch, wenn er gut trainiert ist, aber davon gehe ich aus, sondern auch abzurufen. Schnell abzurufen ist. Und hier ist mit Sicherheit von allen drei der Riesenschnauzer der sicherste Hund. Und der ist für mich der Schutzhund par excellence, der beste Schutzhund der Welt. Das wissen Sie, wenn Sie das Video von mir gesehen haben, wo ich über die 10 besten Schutzhunde der Welt spreche. Also meine persönlich 10 besten Schutzhunde der Welt. Hier scheiden sich natürlich die Geister. Geschmackssache. Doch ich glaube, dass beim Thema Schutzhundeeigenschaften der schwarze russische Terrier den meisten Drive entwickelt. Verstehen Sie, was ich meine? Den meisten Drive, der es eventuell problematischer macht, diesen Hund sofort vor einer eventuell stattfindenden Situation, in der er sie verteidigt, wieder abzurufen. Ja? Hier sind der Riesenschnauzer und der Bouvier meiner Meinung nach etwas unproblematischer. Top-Schutzhunde sind alle drei. Doch ich würde sagen, hier führt das Feld der Riesenschnauzer an, verfolgt vom Bouvier und gleich hinten nach der schwarze russische Terrier. Doch wie gesagt, sehen Sie sich die Skala an. Alles über 5 ist hier absolut Top-Klasse. Thema Abrichtersport. Der Bouvier de Flandre und der Riesenschnauzer sind zwei Vertreter der Gebrauchshunderassen, dieser neuen Gebrauchshunderassen. Der schwarze russische Terrier ist da nicht drin, gehört da meiner Meinung nach aber rein, wie ich im letzten Video, das ich gebracht habe, auch erwähnt habe. Aber der Belgier und der Deutsche haben rein vom etwas weniger Gewicht, etwas geringerer Größe schon ein bisschen mehr Vorteile beim Gebrauchshundesport. Der schwarze russische Terrier ist noch nicht zu groß und noch nicht zu schwer für den Abrichtersport. Dennoch würde ich sagen, dass hier der Riesenschnauzer und der Bouvier kleine Vorteile gegenüber dem schwarzen russischen Terrier haben. Geeignet für den Abrichtersport, klarerweise, sind der Riesenschnauzer und der Bouvier. Ja, klar, das sind Gebrauchshunde, aber auch der schwarze russische Terrier allemal, also top Gebrauchshunde. Fellpflege sind sie sich alle drei ebenbürtig, haben ein ähnlich vorzuweisendes Fellgleit. Bei allen dreien gehört das Fell anständig, intensiv gepflegt, regelmäßig gebürstet und in unregelmäßigen Abständen getrimmt. Deswegen würde ich behaupten, alle drei benötigen recht intensive Fellpflege. Bei der Wohnungshaltung glänzt hier für mich der Bouvier vor dem Riesenschnauzer und vor dem schwarzen russischen Terrier. Wieso? Ich möchte das vielleicht so erklären. Gehen wir mal von der klassischen Wohnung aus. Ich spreche jetzt nicht von 200, 250 Quadratmeter Wohnungen, sondern von Wohnungen zwischen 70 und 90 Quadratmeter. Sagen wir mal, nur ein Beispiel. Der Bouvier de Flandre ist der einzige dieser drei Hunderassen, welcher kein Einmannhund ist. Der Schnauzer ist einer und der schwarze russische Terrier ist einer. Was ein Einmannhund ist, das habe ich schon oft erklärt. Sie wissen schon, ein Hund, der sich im Familienverband speziell eine Person aussucht, auf die er sich zu 100% konzentriert. Er liebt auch alle anderen, aber das ist seine Bezugsperson. Der Bouvier de Flandre ist kein Einmannhund. Und deswegen würde ich behaupten, dass ein Hund, der in etwa dieselbe Größe, in etwa denselben Charakter hat, dieselbe Triebigkeit hat, also ähnliche Eigenschaften hat wie der andere, aber kein Einmannhund ist, besser geeignet ist fürs Zusammenleben auf relativ kleinem Wohnraum mit Vater, Mutter und mehreren Kindern. Das ist meine Meinung und deswegen würde ich sagen, ist für die Wohnung der Bouvier am ehesten geeignet, gefolgt vom Schnauzer und dann der schwarze russische Terrier, weil er hier ähnlich funktioniert wie der Schnauzer, aber noch um einiges größer und schwerer ist, also mehr Platz benötigt. Thema Ersthund, alle drei sind keine klassischen Ersthunde. Ganz sicher nicht. Doch würden eher der Riesenschnauzer und der Bouvier der Flandre als Ersthunde durchgehen als der schwarze russische Terrier. Wir haben das Thema schon oft durchgekaut. Es gibt Leute, die haben natürliches Händchen für Hunde. Die können sich als ihren ersten Hund jede Hunderasse nehmen, weil sie das einfach im Blut haben. Dann gibt es Menschen, die haben schon drei, vier Hunde und kommen noch immer nicht zurecht mit Hunden. Doch es sind keine extrem einfach
zu erziehenden Hunde. Verzeihen Sie mir jetzt alle Golden Retriever-Besitzer, wenn ich das sage, aber man sagt dem Golden Retriever nach, den Golden Retriever stellst du in den Garten und der ist fertig. Ja? Ist zwar nicht so, aber das sagt man. Ja? Mit diesen drei Hunderassen funktioniert das sicher nicht. Die brauchen schon ein gewisses Gefühl, ein gewisses Händchen für die Erziehung. Also hier sollte man schon gut vorbereitet sein auf diese Hunde, wissen, wie der Hase läuft. Sie verstehen, was ich meine. Ich glaube aber dennoch, dass speziell beim Thema Ersthundehaltung der schwarze russische Terrier hier der etwas komplizierteste ist. Die nehmen sich alle nicht viel. Aber Feuer haben sie alle drei. Es sind alle drei führerharte, dominante Hunde, wenn sie den optimalen Rassestandard verfolgen. Doch der schwarze russische Terrier bringt noch einiges mehr an Substanz mit. Verstehen Sie? Deswegen ist das schon mal automatisch eine Sache, wo ich sage, hier ist es vielleicht noch mehr vonnöten, ein Händchen für Hunde zu haben. Also, Ersthunde sind sie alle drei nicht, aber hier vielleicht noch der Bouvier und der Schnauzer vor dem russischen Terrier. Ja, was haben wir jetzt? Der Russe ist ganz klar der Größte, er ist der beste Wachhund. Er ist am wenigsten geeignet für die Wohnung und der ist der am wenigsten geeignete Ersthund, meiner Meinung nach. Der Riesenschnauzer ist ganz klar der beste Schutzhund, da lasse ich nichts drüber gehen, aber wie gesagt, die Meinungen sind ja verschieden. Und der Bouvier ist der Hund, welcher sich am meisten für die Wohnung eignet. Ja, viel Unterschiede gibt es nicht. Und wenn ich ein Gesamtfazit hier bringen müsste, ist es dieses. Ja. Wenn wir ehrlich sind, sind das drei Hunderassen, die Brüder sein könnten. Optisch unterscheiden sie sich hauptsächlich, also hier setzt sich der Russe ab, in der Schulterhöhe. Und der Russe und der Deutsche zum Belgier in der Form, ja, in der Körperform. Während der schwarze russische Terrier und der Riesenschnauzer eher rechteckig, also mit längeren Rücken gebaut sind, ist der Bouvier eher der quadratische Hund mit kürzerem Rücken. Sie haben ein absolut ähnliches Fellkleid vorzuweisen. Sie haben sehr ähnliche Charaktere. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr schwer für Leute, die sich in diese Richtung bewegen, optisch sich für eine dieser drei Hunderassen zu entscheiden. Wenn Sie mich fragen, welchen ich wählen würde, ist das ganz klar der Riesenschnauzer. Schauen Sie, ich hatte mit allen drei Begegnungen, ich habe hier eine nette kleine Narbe von einem schwarzen russischen Terrier. Ein Riesenschnauzer schlug mir ein blaues Auge, eine geplatzte Lippe und einen wackeligen Zahn. Der Xanto, danke. Und zwei Bouviers fixierten mich vor dem Auto und ließen mich nicht weg. Dennoch hatte ich mit dem Riesenschnauzer die tollsten Erlebnisse dieser drei Hunderassen und höchstwahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb ich mich für den Riesenschnauzer entscheiden würde. Absolut Wahnsinnshunde sind sie alle drei und ich kann verstehen, wenn man Fan einer dieser Hunde ist, dass man sich in Form bewegt der anderen beiden, ja, und hier mitzutratschen beginnt, zu diskutieren beginnt. Es ist ja eine Basis da zum Diskutieren. Es gibt ja Unterschiede. Doch es ist doch eine große Basis von Gemeinsamkeiten da. Also ich würde sagen, das ist eine eigene Gang. Ja? Der schwarze russische Terrier, der Schnauzer und der Bouvier, das ist eine eigene Gang. Die gehören in eine eigene Kategorie. Die sitzen in einem eigenen Zug im Vergleich zu den anderen Hunderassen. Sie verstehen, was ich meine. Deswegen ist es für mich sehr schwer, diese drei so zu vergleichen, um ihnen auch oder zu vergleichen und ihnen gleichzeitig gravierende Unterschiede zu präsentieren. Die gravierendsten sind die Größe, das Gewicht, optisch der Aufbau, der anatomische, ja, und charakterlich ist da eigentlich nicht viel Unterschied. Ja. Das ist meine Meinung. Ich kann es selbstverständlich nicht jedem recht machen damit, aber so habe ich diese Hunde erlebt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.